Also Entschuldigung, Ich hab ja genau. gedacht, du Wir kam alles später. was? Wir starten jetzt da eine Berichterstattung des ORF. Ich bin der Herr Waldmann, Gerhard und das sind angeblich drei Geisterjäger und wir sind jetzt da im Gefängnis vom Simmering. Angeblich spukt es dort mit einem Geist, da haben sie so ein schönes Whiteboard und da schreiben sie halt irgendwelche Sachen hin. Ich glaube, das fitzeln sie ja selber hier. Nämlich optionale Ziele haben sie da. Nämlich um welchen Geist es sich handelt, gell? Da soll man den Geist soll man da mit Salz bewandern. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen und hindern Sie den Geist mit einem Herr Dominik Kruzifix. Heinzel, was machst du hier? Ich bin der Waldmann, Herrst. So, und der Geist ist angeblich der Paul Davies, ja? Gell? Also nicht mal einen Heute gescheiten darfst du einen österreichischen Kaffee Namen haben trinken. sich ausdenken lassen, sondern einen Kommst du amerikanischen. da rein? Ziemlich, Bester ja. Geist. Und wie ich in den LKW komme, weiß ich selbst nicht. Aber ich hat mir den Auftrag gegeben und auf einmal wurde schwarz in meine Augen und dann bin ich jetzt da hier gelandet. So, und wir starten jetzt Ich einmal. bin hier aufgewacht. Ich bin hier aufgewacht, mein Anus tat nachher weh, ich weiß nicht, was passiert ist. Okay. So, und wir starten jetzt Ja, da ich nun mal meine, die, vielleicht findest wir du was. starten jetzt da hier mal die Dings, die Geisterjagd und ich bin eigentlich ja ein Sportmoderator und möchte Sie natürlich hier herzlich willkommen heißen zwischen Rapid und Austria, zwischen die Du kannst mir Geisterjäger. beim Laufen zuschauen. Schau, ich laufe Okay. jetzt. Ja, sie Nein, das gehen. machst du, aber du musst Also nicht sie gehen. laufen. Also Ja. mir ist schon aufgefallen, dass die Geisterjäger sich. Entschuldigung. Mir ist aufgefallen, die Geisterjäger sind hier nicht Wir haben hier ausgebildet, ein Türen zu Story am Hut. öffnen. Und wir werden hier den Herrn. Ruhe jetzt, sonst gibt's einen mit meinem Temperaturmesser, ja? Jawohl. Gib uns ein Zeichen. Ja, ich hab gedacht, ich soll ruhig Es sein. geht Wieso jetzt ich um dir ein Ihre Zeichen? Sicherheit, Um meine Sie Sicherheit. Amateur-Reporter. Oh, das hat mir nicht gefallen. Also, das wird eine Beschwerdenachsicht, ja? Okay. Sie dürfen immer sprechen, wenn Sie alleine sind. Okay. Ich bin Ich nie habe allein. gehört, wenn du. Ich habe gehört, wenn du schweigst, dann Ist der stirbst du. Geist vorbei? Was war nochmal dein Job? Ich bin Reporter beim ORF. Was wollen Sie wissen? Eigentlich bin ja ich hier, um Ihnen Fragen zu beantworten. Also, ja, genau. Sie müssen eigentlich meine Fragen beantworten, Aber nicht umgekehrt. Verwirren Sie mich bitte nicht. sie fragen ja nie, sie quatschen nur so Nein, dumm. ich soll ja die Pappen holen, Gut, hat's geheißen. ist Also, okay. ich rede mal mit Herrn Dorian, weil der rennt ja mir Entschuldigung. hinterher. So, Herr Dorian, was ist eigentlich Ihre Haupttätigkeit hier beim Geisterjagen? A few moments later. Ich messe die Temperatur. Ja, und warum stehen Sie dann hier und schauen mich an? Messen Sie nicht die Temperatur vor Ihren Kollegen oder wie schaut das jetzt aus? Sie wollten mit mir reden. Ich möchte Ihre Kompetenz nicht in Frage stellen, aber bitte tun Sie Ihren Job, damit ich auch meinen ordnungsgemäß machen kann. Sie können mit mir reden und gleichzeitig Ihren Job ausführen. Ja, also hören Sie mal, ich glaube, Sie haben wirklich seriös einen an der Waffel. So, ich suche mal jetzt den anderen, den ich interviewen kann, wenn mit Ihnen. Sie sind kein Reporter, Sie sind zufällig bei uns im Van aufgewacht. Sie wissen selbst nicht, wie Sie da hingekommen sind. Doch, das weiß ich. Und Sie wollen, dass man Sie als Lassen Sie mich in ernsthafter Ruhe. Reporter Hören Sie auf behandelt. mit mir zum Reden. Jetzt denken Sie doch mal drüber Nein, nach. Haben Sie Shutter nein, Island gesehen? es geht zum Herrn Winnie. Der Herr Winnie wird mich jetzt da ganz gut beraten können da und möchte Sie gern fragen, was tun Sie hier gerade? Was ist Ihr Job jetzt bei dieser Geisterjagd hier? Ich zahle alle anderen. Du zahlst alle anderen, okay. Und wa mit was bezahlen? Also, Entschuldigung, wir sind ja bei Sie. Darf ich du zu Ihnen sagen? Nein. Okay. Was bezahlen Wir Sie den kennen uns anderen? noch nicht. Das heißt, wir kennen uns noch nicht. Mein Anus tut weh. Sie müssen mich näher kennengelernt haben im LKW. Mario, wo sind Sie? Ich muss zu Ihnen, weil die anderen zwei sind ziemlich unhöflich hier. Mario, bitte melden Sie sich. Ich habe auch ein Walkie-Talkie von Ihnen bekommen, ja? Also, mich können Sie jetzt nicht bezichtigen, dass ich etwas gestohlen habe, ja? Und für diese Aussage gibt es jetzt ein Beweisfoto. Geben Sie sofort das Walkie-Talkie zurück. Ich glaube, Sie Nein! haben es Niemals! extra Niemals! Sie müssen mich hier schon Genau lebendig das kommt. rauszehren! Nein, dort bleiben Sie jetzt. Dort kommt man nämlich hin, wenn man Walkie-Talkies klaut. Ach So. so, ich hätte gerne eine Geist, Matratze. herkommen. Ich hätte bitte gerne eine Geist. Matratze. Ich hätte gerne eine Matratze. Schau, alles gibt's da. Wolle Es gibt keine Matratze, es gibt kein Klopapier, aber eine Zahnpasta gibt's hier, ja?
Mario, haben Sie schon den Geist gefunden? Mario, sind Sie im Block A, zweiter Stock oder im Block B? Arschloch. Schauen Sie. Also hier. Ein bisschen eine Matratze, ja? Und Zahnpasta. Sehr gut, es fehlt nur noch WC-Papier. Ja. Aber kann jemand mein Bett bitte umstellen? Kann jemand bitte mein Bett umstellen, dass ich meine Matratze hinlegen kann, ja? Hm? Nein, der gehört so. Der gehört so, okay. Luxusstufe 3 oder was? Mir ist schon aufgefallen, ihr zwei arbeitet und der Mario macht gar nichts. Ich meine, ich möchte euch nicht gegenseitig aufhusten, aber das ist eigentlich sein Ziel von Mario. Der Mario macht Späße. Was macht er alleine? Ich mach gar nichts. Er macht gar nichts, habe ich gerade gehört, ja? Also, das habt ihr alle mitbekommen. Also, der Mario macht nichts, er ist einfach hier und lässt sich nur bezahlen für ein Hirngespinst namens Geisterjäger. Na, bitte geben Sie mir jetzt da keine, nein. Sie brauchen das jetzt da nicht tun, ja, weil ich bin vom AF, ja? Du musst einen Vini fragen, er zahlt uns alle. Nein. Also, ich bin vom AF, Sie dürfen mir keine reinhauen, ja, weil das geht gar nicht, weil sonst müssen wir die GIS erhöhen. Gut, meine Damen und Herren, ich glaube, jetzt suchen Sie wirklich den Geist und ich möchte Sie nicht mit der Arbeit abhalten, deswegen werde ich jetzt etwas leiser reden, damit Sie mich nicht hören. Aber Sie, mein liebes Publikum, zu Hause von den Bildschirmen, Sie werden das jetzt live miterleben, was hier bald passieren wird. Und ich kann Ihnen versprechen, dass dieses hier viel interessanter ist, als wie das Bundesligaspiel zwischen Austria und Rapid. Kannst du die andere Seite von den Zellern überprüfen, Doria? Das wird mir jetzt ein bisschen unheimlich, ja? Dann kommen Sie mal her. Nein, das lehne ich ab. Hat jemand schon den Geist gefunden? Ich frage nur so mal zwecks Reportage. Was passiert jetzt da ganz genau, wenn die Taschenlampe blinkt? Der jagt, der Geist jagt. Nein, das ist mein Versteck. Okay, meine Damen und Herren, Sie werden jetzt das Live-Zeuge eines Geisterjagdes. Und wenn wir Glück haben, kommt er jetzt dazu Dorian, weil mich darf er nicht angreifen, ich bin ja vom ORF. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr stimmig und gruselig hier, die Taschenlampe, die blinkt und Dorian ist sehr mutig und möchte sich den Geist entgegenstellen. Wer könnte diese Auseinandersetzung gewinnen? Wir werden gespannt sein. Mario ist auch noch hier. Und ich glaube, Winnie ist gerade davon gelaufen. Ich glaube, der spielt den Geist. Wie praktisch. Und ich höre jetzt das sehr schwere Schritte über uns. Und jetzt rauscht auch das Mikrofon. Also die Atmosphäre wirklich sehr stimmig gemacht. Die Taschenlampe hat auf zum Blinken. Wirklich sehr gut gemacht. Und 1-0 für uns. Ja, da bin ich. Ich hab gefragt, ob die Batterien von der Taschenlampe vom ORF sind. Ja, sehen Sie, wie gut die funktionieren. Sie blinken noch einmal. Wie Sie merken, ich habe jetzt mich auf stumm geschalten, damit ich weiterhin reden kann. Und der Geist jagt wieder von erneut. Und ich werde mich jetzt mit diesen Geisterjüngern hier in diesem schnieken Büro verstecken. Und wir werden sehen, ob der Geist zu uns kommt. Und wenn er zu uns kommt, dann werden wir sehen, wie es enden wird. Liebe Zuschauer vor dem TV, Sie werden jetzt da wahrscheinlich gleich live eines Geist-Eventes werden und ich habe die Kamera stets für euch bereit und mit meinem Einsatz des Lebens stehe ich hier mit Mario, Dorian und Winnie hier in den verlassenen Büro. Und es wird kälter, sagt Dorian. Wahrscheinlich kommt der Geist gleich zu uns und brauchen keine Angst haben, es ist alles nur ein Spiel. Und ich höre Schritte, wie gruselig, ganz gruselig. Und er hat aufgehört zum Jagen angeblich, weil die Taschenlampe aufgehört hat zum Blinken. Winnie ist der Meinung, dass der Geist von uns links ist und wir werden jetzt mal da reinschauen. Das wäre das WC. Und Winnie kontrolliert jetzt natürlich die WC-Anlagen auf ihre Funktionsfähigkeit. Hier fehlt die Kloschüssel. Und hier fehlt gar nichts. Schaut alles ganz gut aus. Ein zerbrochener Spiegel. Also Glück sollten wir haben. Und es sieht jetzt sicher nicht anders aus wie am Königlberg bei uns an der Zentrale. Ich glaube, meine Kollegen würden sich hier wohl fühlen. Es kommt hier wieder zu einer Geisterjagd. Und also, meine Damen und Herren, jetzt sind wir wieder bei der Geisterjagd und ich möchte natürlich die Kollegen nicht in Panik bringen. Nein, das kann noch nichts gewesen sein, weil ein Geist kann man angeblich sehen und wir brauchen keine Angst haben.
wertes Publikum. Das ist hier alles nur gespielt, Special Effects vom Feinsten. Also hier nochmal, falls Sie erst gerade zugeschaltet haben, Schnauze, falls Sie gerade zugeschaltet haben, wir sind hier gerade bei der Geisterjagd. Live im ORF, also, Entschuldigung, der Frosch im Hals, live im ORF. Und Mario ist verschwunden, wir hören ihn nicht. Lieber Herr von der Fake News, komm mit. Ich bin die ganze Zeit dabei, wo wollen Sie hin? Passen Sie auf, wenn das Licht blinkt, bleiben Sie da. Schau da. Hier? Genau hier? Nein. Genau hier. Wo ist eigentlich der Mario? Der soll das ja machen. Er ist ein professioneller Geisterjäger, ich bin ein professioneller Reporter. Ich glaube, wir haben ein Mitglied verloren, der Mario ist verstorben. Wir werden nachschauen, wo dieser Besagte hier liegt. Das ist alles nur gespielt, keine Angst. Das sind alles keine echten Haufen haben. Was war das? Was war das? Bleiben Sie stehen! Wir sind vom ORF! Also, meine Damen und Herren, wir sind hier noch immer live dabei im Gefängnis von Simmering. Angeblich spukt es hier. Angeblich gibt es bereits schon eine Leiche. Aufgetaucht. Ja, die Frage ist jetzt, ist der Kollege wirklich verstorben? Wie erklären Sie diese tote Person da, Herr Mister vom ORF? Also, ich muss jetzt einmal ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch keine Leiche gesehen. Und ich habe nur ein komisches Geräusch gehört, wahrscheinlich weil der Dora mir ins Ohr gepustet hat. Und es gibt tatsächlich noch keinen Beweis und keinen Beweis für die Existenz von Geistern. So, dass ich es noch hinausbekomme. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen, wir sind vom ORF! Bleiben Sie stehen! Was machen Sie? Der Geist ist hinter Ihnen, der Geist ist hinter Ihnen! Gehen Sie, verschwinden Sie, schnell! Verschwinden Sie, ja, genau! Gehen Sie weg von mir! Ich bin hier vom ORF und es gibt keine Geister, ja? Kommen Sie daher, ich habe Handschellen, Sie sind festgenommen. Okay. Hallo, sind Sie irgendwo hier? Ja genau, Sie, da meine ich. Sie aus der Hängen. Was ist mit Ihnen los? Das war jetzt nicht sehr nett von Ihnen, ja? Das ist alles nur gestellt. Das Kreuz, das ich hier besteht aber aus echtem Kreuz, also aus Holz. Okay. Und irgendwelche Sachen fliegen da herum. Keine Ahnung, wie das passiert. Also ein Kaffeebecher, der ist gerade verschwunden. Oh mein Gott. Was passieren hier für Sachen? So, und was machen wir jetzt da hier in den LKW? Wollen Sie mich wieder entführen wie am Anfang? Geht's jetzt ab nach Hause? Ja. Und ich habe eine Frage zur Tür gelaufen. Schau, haben Sie ihn gesehen? Da ist etwas Übernatürliches passiert. Ja, der Windstoß hat die Tür zugemacht. Ja, sehr übernatürlich. Also, sollen wir da einen ordentlichen Bericht machen? Schau, nicht mal das Whiteboard können Sie abarbeiten. Da fliegen Kaffeebecher durch den LKW, haben Sie da überhaupt nichts unter Kontrolle? So, meine Damen und Herren, wir sind wieder vor dem Gefängnis von Simmering und jetzt gehen wir natürlich hinein. Und wir werden uns jetzt dann natürlich uns den Geist einmal nähern. Das ist jetzt praktisch schon die zweite Halbzeit, weil zwei sind ja angeblich schon verstorben. Zwei sind noch übrig, das heißt, Summe im Ganzen sind 50% des Teams noch erhalten. Das heißt, wir sind in der zweiten Halbzeit im Endspiel und wir werden jetzt da sehen, wer hier gewinnen wird. Mit dieser Reportage zum Zeigen, dass in Österreich professionelle Geisterjäger unterwegs sind, die Ahnung haben, wenn es mal in ihren Nachtkasten spukt. Und was können wir jetzt da weitermachen? Ich hab das. Wow! Oh, der hat dir eine Tür zugemacht! Warum du das. Oh. Oh Gott! Was? Wo ist dieser Herr? Da steht irgendwas, da ist irgendwer gestanden. Herr Dorian, wo sind Sie? Ja, ich bin einfach weggelaufen. Ich habe mich urschreckt, dass es nicht gemerkt. Nein. Ich bin vom ORF und ich muss mit Ihnen ein Interview machen, in dem ich Sie fragen soll, warum Sie mit Handschellen herumschmeißen. Okay, er hat mir auf jeden Fall ein Board entgegengeworfen. Das schaue ich mir jetzt da an. So, da ist aber auf jeden Fall keine Information oben. Also ist ein ziemlich schreibfauler Geist. Ich habe meine Brillen vergessen, hören Sie. Verstehen Sie? Da kommen Sie einmal. Was steht da oben? Was machen Sie? Bleiben Sie stehen! Ah, da kommt er. So, Herr David, wie geht es Ihnen? Also ich bin vom ORF, Sie bleiben hier wieder mal hängen, keine Ahnung warum. Und ich möchte. Sie bleiben wieder Tür hängen, Sie kommen da nicht raus, weil Sie ein Idiot sind. Naja, nicht schlecht. Ich komme mal zu Ihnen, dass wir mit Ihnen. Ah!